Hallihallo, ihr Lieben. Ich habe mal wieder ein Action-Haul für euch, weil ich wegen den neuen Stanzen unterwegs war und hatte da auch Glück. Und habe auch noch die eine von den alten, also vorherigen Serie bekommen, die mir gefehlt hat. Ja, fangen wir mal an. Hier mit diesen Klebesticks. Die finde ich ganz nett, weil die eine feine, dünne Spitze haben. Aber auch hier so ein, na, etwas dickere, wenn man ein bisschen mehr auftragen muss. Deswegen fand ich die ganz gut. Und die kleben auch wirklich gut. Preis blende ich euch ein, wenn ich den Kassenzettel wieder finde, hoffe ich. So, dann. Jetzt hat diese Boxen. Die sind ganz gut, wenn sie ein bisschen flacher sind, weil sie dann halt auch unter irgendwie, also auf Schränke oben drauf passen oder unterhalb vom Schreibtisch ganz gut passen und ein bisschen Staub abhalten. Da haben die auch jede Menge. Ich habe mir nämlich eine neue Filiale angeschaut, die jetzt erst aufgemacht hat in Stein, und da haben die so viele Boxen, weil die auch im Angebot waren, glaube ich, aber das. So, diesen Boxen nochmal kurz, habe ich euch jetzt doch vergessen zu zeigen. Also die passen nämlich wunderbar hier rein, wie ihr sehen könnt. Und das ist natürlich auch eine ganz nette Sache, dass sie da genau drauf passen. Also kann man halt auch die Höhe ein bisschen besser nutzen und es verstaubt nicht so sehr. Also ja, wollte ich euch eigentlich kurz zeigen. Genau. Von denen zumindest. Warum ich eigentlich bin, auch ich wollte eher solche, diese hier haben, diese A4, aber da hatten sie das jetzt ein bisschen eine andere Variante als früher hatten. Und die ist auch wirklich nicht ganz so robust hier. Die gehen auch nicht gescheit auf. Deswegen würde ich euch die gar nicht so empfehlen. A4 Desktop. Ich schaue gerade, ob da irgendwas drauf steht. Ja, also ich weiß nicht, die davor waren viel besser. Also hier klemmen dann teilweise einfach die Druckläden, auch wenn gar nichts drinnen ist. Und das regt mich richtig auf. Also da muss ich sagen, nö. Die lieber stehen lassen hier, diese billigere Variante. Ich hoffe, ihr könnt sehen. Ich gehe mal ein Stück weiter zurück und kipp's ein bisschen. Ja. Also ich weiß noch nicht, was ich damit mache. Vielleicht tue ich die auch raus und verwende die Teile hier irgendwie einzeln und dann das als Fächer, aber ja. Ich würde es lieber im Regal stehen lassen. Nächste Mal. So, dann machen wir weiter mit den anderen spärlichen Sachen. Oder nicht ganz so spärlich, das ist hier dieser Karton. Der hat 200 Gramm und ist immer ganz nett zum Ausstanzen oder Verbasteln, für Karten, für Alben, alles Mögliche. Also da geht ganz gut in die Farben. Dann habe ich mir in den ähnlichen Farben. Und das sind sogar die gleichen Farben, glaube ich. Also farbiges Druckerpapier gekauft. Das kann man manchmal auch ganz gut gebrauchen. Hat 80 Gramm, 250 Blätter sind da drin. Ist wieder ein Geraschel. Dann diese ganz normal einfarbig. Die sind auch ganz cool. Das ist jetzt DIN A3, glaube ich. Nee, das ist gar nicht DIN A3. Quatsch. Wo habe ich jetzt... Also wenn man normales DIN A4 Blatt sucht, ne? Jetzt habe ich eins. Also das ist irgendwie ein bisschen größer als DIN A4. Aber DIN A5 ist es nicht. Und ja, da stehen die Maße. Also gut, der hat 270 und der hier ist richtig dick und der ist jetzt aber wirklich A3 und der hat nämlich 300 Gramm. Das finde ich echt cool, dass sie das jetzt im Sortiment haben, weil die braucht man immer mal, diese einfarbigen. Und von den Designpapieren nehme ich jetzt auch nicht mehr so viel mit, da habe ich Kaufverbot, da habe ich viel zu viele angeschleppt
vor allem in der ersten Phase. Wo ich noch total fasziniert war, weil ich noch nie diesen Laden kannte. Schlimm. Gut, dann hatten sie die Stempelkissen. Da bin ich mal gespannt, die mal auszuprobieren. Die sind ja so ein bisschen Nachmache von den. Wie heißen die? Moment. Ah, das ist jetzt wieder. Memento. Also zumindest vom Design her. Ja, irgendwie so. Also da, die sind ganz gut, finde ich. Gibt auch noch zig andere gute. Ich hab, die sind halt ein bisschen kleiner, ja. Oder es haben jetzt dieselbe Form. Also es gibt ja auch noch größere Stempelkissen. Ja, das sind dann jetzt die hier. Ich will nur keine Werbung machen, aber vielleicht blende ich sicherheitshalber noch als Werbung ein. Das ist immer so bescheuert, weil eigentlich kriegt man ja nichts dafür und will einfach nur euch zeigen oder mit allen anderen teilen, was man halt so verwendet und drüber reden, fertig. Ja. Bin gespannt, wie die Farben sind. Da gibt es jede Menge Varianten. Also ich glaube, oder 6 Stück. Und da ist dann auch jedes Mal noch so eine Metallic dabei. Also ich glaube irgendwie 4 oder nein, 3, Quatsch, 3 normale und dann eine von diesen Metallic-Dingern. Ja, aber ich glaube, das reicht auch, wenn man sich dann mal eins im Set kauft. Die bringen bestimmt wieder 1000 verschiedene Varianten raus und da braucht man eh nicht alle kaufen. Wird mal verrückt. Dann habe ich von den Stanzen, die es schon länger gibt, noch die Herzstanze bekommen. Und da wollte ich euch noch was zeigen, wie ich die hier eingepackt habe. Also ich habe halt einfach dieses Ding wieder verwendet, Folie weg. Die Folien schmeiße ich aber auch nicht weg, weil da kann man sich wunderbar immer so Stanzreste reintun, dass das dann auch ein bisschen Ordnung hat und nicht rumflattert, weil sonst verwendet man die Sachen meistens auch nicht mehr, wenn die dann so durcheinander liegen. Da wird man wahnsinnig. Deswegen hebe ich mir auch tatsächlich die Tüte auf, aber tue die zweckentfremden. Weil zum Rausnehmen ist das sonst nervig in der Tüte. Teilweise tue ich mit Magnetband arbeiten, aber manchmal auch einfach nur mit einem Tesastreifen, weil das immer irgendwie rauseiert. Ich glaube, bei denen ist es jetzt schon so fest drinnen. Genau, und hier einfach getackert und dann kann man die auch ganz gut aufbewahren. Direkt in diesen Heftchen durchblättern und schauen. Finde ich gar nicht so verkehrt. Wollte ich euch einfach mal zeigen, dass man Verpackung auch zur Verpackung wieder verwenden kann. Ja. Dann habe ich mir noch so eine Lichterkette mitgenommen. Leider gab es diese andere nicht. Und habe sie jetzt tatsächlich noch nicht verwendet. Sind das? Doch, das sind schon die feineren, aber ich wollte eigentlich die so runterhängen. Ich weiß jetzt gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Also, ja. Die so richtig fast wie Lametta so runterhängen, diese feineren. Die wollte ich eigentlich, aber gut, die sind auch schön und die werde ich bestimmt spätestens nächstes Jahr verwenden oder vielleicht doch noch dieses, weil es ist ja lange finster außen und so ein Lichtchen ist immer schön. Dann habe ich die neuen Holzstempel bekommen. Diesmal diese schöne Faultier. So süß. Und da haben wir ein paar, noch ein süßes Tier. Gehen wir ein bisschen näher ran, dass ihr ein bisschen gucken könnt. Wird zwar aufwendig im Kolorieren. Ich bin dann mal gespannt, wenn ich sie ausprobiere. Und vielleicht probiere ich es auch gleich mit den Stempelkissen da aus. Wobei es ja nur bedingt dann, wenn er stempeln geht. Und mal schauen. Wenn ich es erst mit Schwarz stempel, dann mit Farbe. Er bringt mir eigentlich nichts. Ja, muss ich dann schon ausmalen. Oder ich tue erst den Hintergrund machen und dann drauf stempeln. Naja, mal schauen. Probieren wir aus. Schauen wir mal, dann sehen wir schon. Dann habe ich hier von diesem Glitzer, oder ja, wie nennt man das da? Holographic heißt es ja eigentlich und so. Nennt man es auch. mal was mitgenommen. Es war auch eh der letzte und war schon ein bisschen verfleddert. Bisschen Regenbogen für Einhornkarten, keine Ahnung, irgendwas Buntes, Fenziges.
So, und jetzt zu guter Letzt, oder fast als letztes, eine Sache habe ich danach noch. Jo, und zwar hier diese Stanzen, die neuen. Die gab es alle, die verschiedenen. Und wir gucken sie uns jetzt einfach nochmal im Detail an. Ja, das ist dieses Herz und da kann man dann vielleicht auch wieder mit Transparentpapier arbeiten und die Dreiecke auch wieder verwenden. Müssen wir mal schauen. Weil man kriegt ja das so ein Gitter dann. Die Luftballons sind echt cool, vor allem weil man sie in drei verschiedenen Größen hat. Und das mittlere ist ein Herzchen. Also das jetzt hinten drauf nochmal. Die sind echt toll. Dann von denen habe ich zwar theoretisch schon ein paar, aber nicht in diesen Größen. Und deswegen, und vor allem auch nicht mit diesen zum Aufhängen. Also dieses Schnürchen. Da hinten sieht man es besser drauf. Und die kleinen Schleifen, die sind auch immer richtig cool, weil auch für die Weihnachtskarten hat sich das richtig cool gemacht. Deswegen, das ist wirklich eine ganz tolle Geometrie zu verwenden. Und da haben wir was ganz Einfaches. Da kann man also schöne Layer-Karten machen. Da sieht es nochmal auf der Rückseite. Wobei der das ausstanzt, ne? Also kann man dann durchgucken. Gut, aber könnte man ja irgendwie dann die Karte hinten, den Hintergrund irgendwie gestalten oder was dahinter kleben. Ja, da kann man auch was Lustiges draus machen. Das sind jetzt so Sprechblasen. Wenn man irgendwie Comics macht. Naja, oder irgendwas anderes. Ja, mal gucken, wie ich das verwende. Und sowas ähnliches, meine ich, gab es schon mal, aber ich glaube als Prägefolder. So, jetzt zeige ich euch noch ganz kurz, was ich noch immer zum Aufbewahren mitnehme. So, da sind wir jetzt vor meinem Chaosregal und hier habe ich halt mein Restepapier, beziehungsweise die Tüten, wo ich gesagt habe, dass ich die aufbewahre. Und dann mache ich mir hier meistens dann noch so Bändel rum, dass die zusammenhalten. Ist jetzt Vorführeffekt, ist gleich abgerutscht. Muss ich auch schon wieder sortieren. Ich auch, wenn man öfter reingreift, dann hat man wieder Chaos drinnen. Also hier auch. Die hebe ich wie gesagt auf, um dann halt Standreste reinzumachen, damit ich mir dann wieder neue Tüten kaufen muss. Und diese, da habe ich ganz viele angeschleppt. Na, hier, hier, da auch für das ganze Restepapier. Das war halt vorher entweder so im Karton drinne. Das geht auch, ja. Nur so kann ich es halt auch einfach rausnehmen, die Sachen gleich. Ich finde die auf jeden Fall sehr praktisch. Und wenn man der wahrscheinlich noch mehr zum Organisieren holen, dann braucht man auch diese anderen wackeligen Schubladenteile, die nicht aufgehen. Dann würde ich euch ganz kurz diese Boxen hier zeigen. Die, wenn ihr diesen Rolli da habt, dann könnt ihr die nämlich, also das ist eigentlich so eine Abfallbox, was man an Türen von Schränken für die Küche jetzt zum Beispiel verwenden kann, aber die passt halt auch wunderbar an diese Rollis dran. Ja, deswegen ist mir halt aufgefallen, nachdem es so bei uns am Schrank eben nicht so gut gepasst hatte, dass die halt, die ist halt viel massiver als diese Plastikdinger, die es schon mal gab. Und deswegen finde ich eine ganz coole Sache. Ja, das war's dann von meiner Seite. Ich sag vielen Dank fürs Zugucken und wünsche euch nochmal ein gesundes, fröhliches neues Jahr. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Tschüss!